Alles klar, dann würde ich sagen, legen wir auch los, auch wenn noch ein bisschen Unruhe ist. Herzlich willkommen und herzlich willkommen zurück, vor allem beim zweiten Tag vom Forum Wissenschaftskommunikation. Ich hoffe, Sie hatten alle einen schönen ersten Tag. Wer gestern noch nicht da war, mein Name ist Rebecca Winkels. Ich leite die Kommunikation und Strategie bei Wissenschaft im Dialog und freue mich wirklich, dass wir beim Forum Wissenschaftskommunikation endlich wieder in Präsenz sind. Ich glaube, das hat gestern echt einen Unterschied gemacht und ich habe von vielen Leuten die Rückmeldung gekriegt, dass digital zwar auch geht, aber es doch viel, viel schöner ist, den Kolleginnen und Kollegen mal wieder die Hand zu schütteln. Ich bin für schnellen Applaus sehr zu haben. Ich habe gestern ja schon in der Eröffnungsrede erwähnt, dass ich mich besonders auf unsere Keynote heute freue. Und zwar vor allem darauf freue, dass wir jemanden haben, der zu dem Thema Transformation gestalten, Wiscom für eine Gesellschaft im Wandel, was wir beim Forum haben, kaum besser passen könnte. Und Maya Göpel hat in einem Interview mit wissenschaftskommunikation.de sich ja schon selbst auch als in ganz vielen verschiedenen Rollen beschrieben und auch so ein bisschen erzählt, wie das ist, zwischen diesen Rollen hin und her zu tauchen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Maya Göpel heute hier ist und uns eine Keynote geben wird. Und ich glaube, sie greift halt in ihrer Arbeit einfach an ganz verschiedenen Stellen all die Themen auf, die wir hier beim Forum gestern diskutiert haben, die wir morgen diskutieren werden, die wir heute schon angefangen haben zu diskutieren. Deswegen bin ich sehr gespannt, erstens, in welcher Rolle sie heute hier ist und zweitens natürlich darüber, wie sie die Rolle der Wissenschaft und der Wissenschaftlerin in solchen aktuellen Debatten heute sieht. Ich habe versprochen, ich verzichte auf den langen Lebenslauf, weil hier alle Maya Göpel schon kennen und möchte deswegen sie einfach nur auf die Bühne rufen. The floor is yours. Liebe Frau Winkels, liebe, ja, viele, alle, es ist wirklich schön. Mir geht es auch so, sich persönlich mal wieder zu begegnen. Ich freue mich auch ganz besonders, hier zu sein. Weil diese ganzen Erfahrungen, die ich so gesammelt habe, ja eine erratische Kurve vielleicht so gewesen sind, von vielen tollen neuen Möglichkeiten, aber eben auch Herausforderungen. Und ich beschreibe das Ganze so ein bisschen als einen Suchprozess. Und ich finde das ganz, also für mich sehr, sehr, sehr bereichernd, heute diesen Suchprozess mit Ihnen allen so ein bisschen teilen zu dürfen. Und ich glaube, aus der Perspektive spreche ich auch. Ich habe wirklich oft darüber nachgedacht, jetzt auch gerade, wenn wir sehen, wie die Krisenhaftigkeit in unserer Gesellschaft zunimmt, was für eine unglaubliche Zeit, wissenschaftlich arbeiten zu dürfen. Ich glaube manchmal, dass uns das zu wenig bewusst ist. Dieses Privileg, sich zurückziehen zu dürfen, nachdenken zu dürfen über das, was ist, was sein könnte und vor allem diesen Umgang mit, und das werde ich stark machen, den Zukünften. Also A, plural, zu sagen, es gibt immer mehrere unterschiedliche Zukünfte und B, und da habe ich mit den Kolleginnen und Kollegen der Zukunftsforschung eben auch viel darüber diskutiert, die Unterscheidung zwischen den realistischen, das, was wir als Business as usual nennen und in vielen der zumindest mit Nachhaltigkeitsdaten gefütterten Modellen ja sagen, keine gute Option, dann die möglichen, die Pfade ausmachen, die Optionen ausmachen, die wir bereitstellen und die wünschenswerten. Und ich glaube, genau zwischen diesen Wünschenswerten und den Möglichen ist im Moment so der interessante Punkt, weil aus meiner Empfindung zumindest in Gesellschaft und Wirtschaft und in Politik bei denen, die zuhören möchten, eigentlich dieses Bewusstsein darüber, dass der realistische Pfad nicht der ist, das fortzuschreiben, was wir heute haben. Also sprich, diese Umbruchzeit, die wir auch als Fokus gesetzt haben, wirklich bespielen zu dürfen und zu sagen, wir können einen Beitrag leisten, wie schaffen wir das mit dieser Unsicherheit, die sich ja auch in nicht immer sehr gesunden Formen der Auseinandersetzung bahnbricht, umzugehen und was kann unser Beitrag sein? Als diejenigen, die nachdenken dürfen, die forschen dürfen, die Evidenz sammeln dürfen, zack, erstes Bullshit-Bingo, evidenzbasiert. Ich habe es eben bekommen und habe gedacht, vielleicht dürfen Sie mich dabei auch erwischen, aber es ist nicht so ganz einfach, die Anschlussfähigkeit an die eigene Community zu halten, ohne in diese Terminologie reinzurutschen. Aber was ist unsere Unterscheidung zwischen dem, wo wir sagen, das sind gut informierte Interpretationen dessen, was möglich ist, und wie schaffen wir das auch? Und ich glaube, und da möchte ich stark zumindest heute für ein Plädoyer brechen, das Wünschenswerte halten zu dürfen. Die Frage mit dem Normativen möchte ich mit Ihnen explizit diskutieren.
und auch wie wir es verstehen. Ich bin deshalb so ein bisschen vielleicht krass positioniert. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich einfach seit 25 Jahren zu Nachhaltigkeitsfragen arbeite und das immer mit so einem Bein in der Wissenschaft und einem Bein in gesellschaftlichen Veränderungsprozessen gemacht habe. Also es war mein Antreiber, herauszufinden, warum gestalten wir denn die Gesellschaften nicht so, wie wir gemeinsam eigentlich beschlossen haben, dass sie werden sollten. Ob wir nun Grundrechtscharta angucken, ob wir nun UN-Deklarationen angucken, ob ich nun mit Menschen rede. Niemand möchte Krieg. Niemand möchte, dass die Umwelt zerstört wird. Armut möchten wir alle gerne abschaffen. Warum machen wir es dann nicht? Und deshalb glaube ich, dass diese Idee von, wo wollen wir eigentlich hinkommen, für mich zumindest ein legitimes Moment ist, aus dem heraus ich mich auch eben wissenschaftlich fortbewege und die Fragen stelle und dann natürlich auch aussuche, welches sind für mich Variablen und Informationen, die mir auf dem Weg zur Beantwortung dieser Frage helfen. Überhaupt, das wird ein Punkt sein, immer wieder uns klar zu machen, welche Frage stellen wir uns denn eigentlich? Und das ist so ein bisschen die Perspektive, aus der ich sprechen möchte, ist nicht Wissenschaft unsere gesellschaftlich organisierte Suche nach Antworten auf die Fragen von heute? Das heißt, was sind die Fragen? Wer stellt die Fragen? Wie werden die definiert? Und wie können wir in der Suche nach den Antworten und das Anbieten des Beantwortens A, möglichst viele mitnehmen und vielleicht auch manchmal diesen Optionenraum etwas öffnen? Sprich, auch uns selbst reflektieren, wo die Antwortsuche vielleicht durch gewisse Modellhaftigkeiten, durch gewisse einmal deklarierte, ich komme natürlich ein bisschen aus dem ökonomischen Hintergrund, einmal deklarierte Definitionen von so kann ein makroökonomisches Modell laufen, vielleicht auch den Möglichkeitsraum künstlich etwas eng macht. Und wie kann in so einer Zeit des Umbruchs auch unser Beitrag darin liegen, zu sagen, wir hatten gestern mal so dieses, wir dürfen es ausprobieren, wir dürfen mal die Kategorien ein bisschen dehnen oder mal neue setzen. Wir hatten die Diskussion auch an der Leuphana-Uni mit der Utopie-Konferenz. Die FAZ hat angerufen bei Sascha Spoon und hat gesagt, als Präsident der arbeitet, naja, also ihre Wolkenschieberei da, was hat denn das eigentlich noch mit Wissenschaft zu tun? Es gibt unterschiedliche Definitionen von dem, was Wissenschaft darf. Sascha Spoon und die Leuphana-Uni haben ganz klar gesagt, es braucht ja auch Räume, also Denkräume anzubieten, um das, was wünschenswert ist, ganz explizit einzuladen. Das Imaginative wieder stärken. Und ich finde Jeff Morgan einen ganz, ganz spannenden Forscher, einen Innovationsforscher, der den Think Tank Nesta in UK geleitet hat lange und jetzt bei UCL und Demos ist, der auch genau diese Rolle bei den wissenschaftlichen Institutionen gesehen hat, vor allem interessensunabhängig gesehen hat. Wie schaffen wir es, den imaginativen Raum wieder zu öffnen und nicht nur beim Silicon Valley zu parken? Zukunftsnarrative werden ja immer geprägt, die Möglichkeitsräume immer vorskizziert. Wer macht das im Moment? Mit welcher Deutungshoheit und mit welchen Interessen dahinter? Und deshalb dieser Umgang mit Zukunft, den als einen ganz bewussten Anteil mit reinzunehmen, das ist die Perspektive, von der ich heute sprechen möchte. Und ich will auf jeden Fall im zweiten Teil natürlich auch noch mal ein bisschen aufnehmen, das interessiert wahrscheinlich viele und mich auch wahnsinnig, was Sie davon mitgenommen haben, die eigenen Erfahrungen, die ich besonders in den letzten 2-3 Monaten gemacht habe, in diesem Suchprozess, was darf Wissenschaft, was darf eine Person, die sich noch Wissenschaftlerin nennt, wie lange darf die sich eigentlich noch Wissenschaftlerin nennen, wenn sie eigentlich nur noch Sachbücher geschrieben hat, seit 2 Jahren, aber vorher halt auch Peer-Review-Bücher geschrieben hat. Wann verliere ich eigentlich die Akzeptanz in diesem System? Wieso eigentlich? Welche Form von Zusammenarbeit und Teamarbeit braucht es vielleicht sowieso, wenn wir Kommunikation als was sehr Dialogisches verstehen wollen? Das wird der Ausblick sein und da freue ich mich auch sehr drauf. Deshalb Kontext, Transformationsaufgabe, Wissen schaffen als den Prozess und dann dieses Wirken. Weil wir sind alle Wirks. Also sie werden einen sehr konstruktivistischen und evolutionären Blick auf die Welt von mir angetragen bekommen. Also ich positioniere mich da klar in einer bestimmten epistemologischen und ontologischen Ecke, die ich auch gleich nochmal explizit machen werde. Und aus der heraus können wir gar nicht wirken. Weil alles, was wir tun, andere beeinflusst. Ob ich mich anders verhalte als gestern oder genauso, hat eine Wirkung auf meine Gegenüber. Ob ich hier ein Kreuz mache und das wähle oder das wähle, hat eine Wirkung. Das heißt, die Option, nicht zu wirken, haben wir gar nicht. Sondern die Option, uns klar darüber zu sein, wie wirke ich. Das ist die große Einladung, die aus meiner Sicht immer auch mit Aufklärung und Wissenschaften zusammengehangen hat. Kontext. Wir haben in den Fragestellungen ja auch gehabt, ne, das von Anthropozän bis Zoonose. Wo sind wir eigentlich gerade? Das Anthropozän als den Moment
selbst wenn er noch ein bisschen umstritten ist, bestimmt einige von Naturwissenschaftlichen, die sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt schon mit den Sedimenten und dem Mikroplastik ausreichend ist. Ich finde es total hilfreich, das in eine Kommunikationsstrategie einzubauen, weil es eine neue Ära beschreibt, in der viele Ideen, die vorher funktioniert haben, leider nicht mehr funktionieren können, weil, und Herman Daly hat das mal so beschrieben, wir eine sehr andere Realität haben, nämlich nicht mehr eine leere Welt mit eher wenig Menschen, geringem Pro-Kopf-Konsum und viel Natur, die man noch entdecken oder erobern, je nachdem, in welcher Seite und wie man das rahmen möchte, man sich verortet kann, sondern es ist eher so, dass wir viele Menschen haben, ich glaube, die 8 Milliarden haben wir gerade geknackt, Pro-Kopf-Konsum ist sehr hoch gegangen, was eben natürlich sich auch in diesen Grafiken zeigt, gerade seit 1950, und wir nicht mehr Planet haben, den wir entdecken oder dazunehmen können, weil wir eigentlich längst Ökosysteme wieder regenerieren sollten, damit so etwas wie Zoonosen weniger häufig auf die Menschheit überspringt. Oder ich habe jetzt gerade mit einer Kollegin gesprochen, den Naturschutzbehörden in Brandenburg, die sagte, naja, also das Oderfischsterben, dass wir davon ausgehen könnten, dass das jetzt schnell sich regeneriert, ist eher gering, weil die Alge ist jetzt verbreitet. Und was viel interessanter ist als Botschaft, es ist nicht mal klar, ob die Grenzwerte überschritten worden sind von dem, was tatsächlich aus den Papier- und Industriefabriken ausgetreten ist, sondern die große Unterschiedlichkeit zu vorher war wahrscheinlich, dass einfach sehr viel, viel weniger Wasser in einer anderen Temperatur in dem Fluss gewesen ist. Das heißt, die gleiche Praxis wird einen sehr anderen Effekt haben. Und jetzt zu sagen, auf dieser Diagnose heraus müssten wir eigentlich überall die Emissionsgesetze anpassen, wie wir es versuchen beim Klimawandel ja auch bei der Autoflotte, Verkehrsflotte zu machen, müssten wir das vielleicht bei vielen anderen Dingen auch, weil eben der Planet gar nicht mehr so viele Puffer hat, all das aufzunehmen, was wir ihm bisher zugemutet haben. Und deshalb diese Idee, ein Fortschreiben von dem wie vorher, weil es bisher ja okay gewesen ist, ist unter veränderten Anthropozänbedingungen eben nicht mehr okay. Das politisch umzusetzen, ist, glaube ich, eine ziemlich heikle Sache, wenn wir uns so umgucken, wie schwer es ist, Energie zu sparen in diesem Land und was es eine Zumutung sein soll, mit 19, 20 Grad auszukommen, anstatt zu sagen, ich habe das Menschenrecht A, auf einen Schnitzel jeden Tag und B, 25 Grad, damit ich auch im Winter im T-Shirt rumrennen kann. Bin ich dann schon aktivistische Wissenschaftlerin, wenn ich sage, Entschuldigung, das ist schön, dass Sie diesen Anspruch haben, aber es ist kein Menschenrecht und es ist auch keine Verzichtsrhetorik, wenn wir sagen, die Ressourcen geben es nicht mehr her. In Los Angeles ist jetzt die Wasserbehörde eingeschritten und hat gesagt, es ist uns ziemlich egal, ob ihr wahnsinnig viel Geld habt, Riesenanwesen oder einen großen Namen für euch hertragt. Wir machen euch jetzt Regulatoren in eure Wasserzufuhr, weil ihr Millionäre, Milliardäre einfach meint, nur weil ihr es zahlen könnt, könnt ihr bei einer ganz ausgewachsenen Wasserkrise weiter so viel zugreifen, wie ihr lustig seid. Wir sind im Moment in der Ressourcentriage angekommen. Wie gehen wir damit um? Was bedeutet das? Wenn das typische Instrument, nämlich die Preissignale, in dem Moment gar nicht tragen kann. Wie kann man darüber sprechen, ohne dass man gleich in Ismen verfällt? Kapitalismus, Kommunismus, Sozialismus. Wie schaffen wir das, aus der wissenschaftlichen Perspektive zu sagen, lasst uns die Treiber angucken hinter diesen Phänomenen. Lasst uns schauen, wo wir über das hinauslaufen, was das Anthropozän uns bereitstellen kann und genau zu diesen Konsequenzen beitragen. Weil all das in dem Planetary Boundaries Framework ja eigentlich nur sagt, wir haben die Zonen überschritten, in denen die Puffer gut funktioniert haben. Lasst uns genau diese Anteile der Ökosysteme wieder aufbauen, regenerieren, stärken und damit die Freiheit für menschliche Entwicklung nach vorne bringen. Wenn wieder mehr da ist, wenn die Böden wieder mehr CO2 aufnehmen, mehr Wasser speichern können, der Humus sich regeneriert und wir die Biodiversität schützen, ist das mit Sicherheit ein Freiheitsversprechen und keine Verzichtsagenda. Ja, wir müssen vielleicht weniger Fleisch essen. Haben wir auch lange überlebt. Wieso ist es so unmöglich, darüber zu sprechen? Einfach mit Fakten. Also da sind wir ja eher wirklich an einer Ressourcenplanung. Deshalb komme ich mit diesem Haushaltsbegriff rein. In Ruhe und entspannt darüber zu sprechen, anstatt dass dann immer irgendwer, gerne mal ein Gabor Steingart, die endlich eine Studie, die ideologiefrei über Transport jetzt mal berichtet, rausbringt. Also Warnung, das Framing, endlich die eine Studie, die ideologiefrei mal. Wie schaffen wir das?
in einer gewissen Nüchternheit, aber Bestimmtheit aufrechtzuerhalten, dass wir biologische Wesen sind und deshalb eingebettet in diesen großen Bioreaktor. Und wie kann die Gesellschaftswissenschaft uns dabei helfen? Weil ich fand, dass von der Hamburger Universität, ich glaube, CLIC ist das Akronym, die große Studie, es ist technisch und ökonomisch möglich, die Klimaziele zu erreichen, aber was uns ein bisschen im Weg steht, ist die Gesellschaft. Aber sind ja wir. Also wie können wir die Zusammenarbeit zwischen Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften so stärken, dass wir genau dahin kommen? Und welche Überzeugungsleistung braucht es von wem, damit wir Curricula anpassen, damit wir neue Fragen stellen dürfen? Und ich bin da im Moment ganz froh. Also wir haben ja so ein paar Initiativen, auch gerade im Ökonomiebereich, wo wir jetzt wirklich sagen, wie müsste man, ich hatte mal mit Petra Pinzler zusammen, einer Journalistin bei der Zeit, eine Interviewreihe gemacht mit einigen der Ökonomen und Ökonomen, die mal sehr stark den öffentlichen Diskurs prägen. Wie müssten wir denn bestimmte zentrale Konzepte, mit denen wir auf die Welt schauen und auch definieren, was richtige und gute und falsche Entwicklungen sind, wie müssten wir die anpassen, wenn wir die planetaren Grenzen ernst nehmen? Von Märkten über Freiheit, über Gerechtigkeit, über Preise, über Wohlstand. Und es war für mich wirklich schön zu merken, dass wenn wir in einen dialogischen Moment kamen, in einen Suchprozess kamen, in eine Frage, welche Frage müsste sich die Ökonomie stellen, wenn sie die planetaren Grenzen wirklich reinnehme, wir sehr schnell auch da gelandet sind, dass ja, der CO2-Preis ist ein mega wichtiges Instrument, aber erstens nicht ausreichend und zweitens lassen sich viele andere ökologische Probleme eben leider nicht mit dem Preissignal regeln, weil sie einfach gar nicht einzelne Partikel so in den Fokus stellen können von dem, was wir versuchen zu verändern. Biodiversität sind Netze, braucht was ja, Geografisches, wie wir verstehen, wie die Rückkopplungsschleifen stattfinden, wie kann ich auf einen Schmetterling Preise draufkleben und glauben, dass ich dann die Biodiversität geschützt habe. Das heißt, wo findet der Suchprozess statt? Welches Instrument und welche ja, Brille, welche Perspektive auf die Welt uns diese Fragen beantworten kann. Deshalb die Transformationsaufgabe aus meiner Perspektive kann die Wissenschaft, und ich komme jetzt natürlich sehr stark aus dieser Ecke der Nachhaltigkeitsforschung, aber auch Future Earth ist ja 2012 mit diesem Anspruch gegründet worden, zu sagen, wie können wir denn eigentlich die Sozial- und Naturwissenschaften besser miteinander verschränken, um zu merken, dass A, Gerechtigkeitsfragen ganz tief eingebaut sind in die ökologischen Fragen und B, natürlich Sicherheitsfragen, wie wir, glaube ich, alle sehr fundamental heute bemerken. Sämtliche Rahmungen von das Grüne muss da jetzt mal warten. Jetzt müssen diese Ideologen und Bäumeumarmer mal verstehen, dass jetzt Realpolitik dran ist, wie es sich immer noch bahnbricht. Also ich lebe ja in Berlin und ich bin viel auch im Austausch mit einigen VertreterInnen, die dann sehr stark eben im Lobbyismus unterwegs sind, aber auch mit einigen politischen Vertretern. Dieses den Green Deal können wir uns jetzt nicht leisten. Ja, aber bitte dann mit einer Kostenwahrheit verbinden. Mit dem sagen, was kostet es uns denn, den Status quo beizubehalten? Was zahlen wir denn eigentlich den lieben langen Tag lang für nicht nachhaltiges Wirtschaften? In diesem Fall sind das Hochrechnungen von der Boston Consulting Group. Es sind ja mehrere von den Unternehmensberatungsfirmen jetzt da eingestiegen. Und WirtschaftsprüferInnen finden es zunehmend total relevant zu gucken, nicht nur Klimarisiken, sondern wo laufen denn diese Kosten auf? Wir haben in einem Dokumentarfilm oder einer Serie, die kommen wird, beim SWR, sind wir mal durch die Gegend gelaufen und haben gesagt, das Fleisch an Tresen ist ja nicht zu teuer, sondern eigentlich ist das Billige, in dem Fall ging es ums Fleisch, ja nicht billig, sondern es tragen eben andere die Kosten. Also wenn wir jetzt einen Meter Erde abtragen müssen in den Niedersachsen, weil da so viel Gülle drin ist, dass der ganze Boden tot ist und giftig ist und das Grundwasser kaputt geht, dann ist das Schweinefleisch nicht billig. Dann sind die Kosten nur woanders. Und genau deshalb ist es aus meiner Perspektive so wichtig, dass wir, Achtung, Bullshit-Bingo, Evidenzbasis, immer wieder sagen, wie schaffen wir die Anreize, ehrlich hinzugucken, in die breite Öffentlichkeit reinzutragen, dass sich der Blick hinter die Kulissen wirklich lohnt, wenn man verstehen möchte, wie wir viele Learnings aus der bisherigen Praxis interaktiv zwischen Wissenschaftenden und denjenigen, die das in der Realität umsetzen müssen, in neuen
diversen Mitmachformaten so ausgestalten, dass nicht im Elfenbeinturm dann indoktriniert wird, sondern in Partizipation und zielgruppengerecht aufbereitet. Wir auch unsere eigenen Forschungsprozesse sichtbar machen und diese Demut mit reinnehmen. Wo möchten wir uns selbst vielleicht korrigieren, um in den Wissenschaften beizutragen? Ja, Chefsache wichtig. Aber was ich auch gelernt habe, sich selbst zur Chefin machen. Insider Power ist ganz oft dort, wo Dinge umgesetzt werden. Und es geht, je größer die Organisation ist, verlustig nach oben. Und deshalb ist es so wichtig zu überlegen, wie können wir auch unsere Form des Zusammenarbeitens so organisieren, dass diejenigen, die zufälligerweise von einer Sache wirklich am meisten wissen, weil sie sich darauf spezialisiert haben, auch in den Diskussionen darüber, wie wir jetzt eben alle abholen, wo sie stehen, auch tatsächlich das Wissen bündeln und das mit rausbringen. Weil, und je höher und kumulierter die Aufgabenbereiche auch sind, ich ja gar nicht mehr schaffe, alles selbst zu verstehen, aber in dem Moment tatsächlich auch mit einer gewissen Demut natürlich anders mal zuhören könnte bei denen, die es umsetzen. Das geht uns viel in dem Zusammenarbeiten mit den PraktikerInnen. Das höre ich schon auch, ne? Oh, dieses bürokratische Monster aus Brüssel mit den Regulationen im Green Deal, das geht alles gar nicht. Ja, dann kann man so ein bisschen vorsichtig sagen, wieso geht das eigentlich alles gar nicht? Weil sie keine Lust haben, weil es anstrengend ist, weil man was anders machen müsste oder weil es wirklich zu doll ist. Und wie kann Wissenschaft da vielleicht auch in den Prozessen ein Stück weit moderieren und inspirieren? Weil mit dem ehrlich Hingucken fängt es ja an. Und ich finde es so wichtig, immer und immer wieder zu betonen, seit den globalen Nachhaltigkeitszielen gibt es keine Role-Model-Länder mehr und keine Entwicklungsländer mehr, sondern wir sind alle Entwicklungsländer. Kein einziges Wirtschaftsmodell und Gesellschaftsmodell kann so bleiben, wie es ist, weil es nicht auf einen Planeten passt, wo alle Menschen ähnliche Rechte und ähnliche Möglichkeiten eines guten Lebens haben sollen. Und da bin ich rasant, normativ. Warum sollte ich das nicht im Blick behalten? Die Diskussion können wir nachher gerne noch führen. Warum sollten wir nicht jetzt sagen dürfen, das war ja Teil des Vorwurfs von Aktivismus oder auch Ideologie, einmal in den Parteiprogrammen, die vor der Bundestagswahl angetreten sind, auf einmal natürlich mit dem Bundesverfassungsgericht hatten alle Parteien, klar, 2045 klimatreu machen wir auch, kein Ding. Aber die Maßnahmenpakete, die in den einzelnen Parteiprogrammen drin standen, ob die nun die Chance haben, das Ziel zu erreichen oder nicht, das wissen diejenigen, die sich damit Tag und Jahr die Insider-Power haben, ziemlich genau. Darf Wissenschaft dann nicht sagen, liebe liberale Partei, also was ihr da drauf schreibt, was ihr das Ziel erreichen wollt und das, was ihr an Maßnahmen drin habt, passt nicht zusammen. Liebe CDU, das passt auch noch nicht zusammen, nicht mal bei den Grünen, die das erklärt haben, passt zusammen. Darf Wissenschaft das nicht? Ist sie dann aktivistisch oder wo fängt Verantwortung an? Ich hatte mal eine ganz absurde Diskussion darüber mit einem Moderator. Wenn aus dem Landwirtschaftsministerium erzählt wird, dass jetzt die Subventionen in der Landwirtschaftspolitik so neu ausgerichtet sind, weil überall jetzt Grün draufsteht, dass da auch Grün rauskommen wird und nur ExpertInnen das beurteilen können, ob das stimmt oder ob da halt einfach ein Label geändert wurde, dann müssten doch die ExpertInnen da auch selbst sprechen, weil wir sollen KonsumentInnen sonst diese Entscheidungen treffen können, wenn die hinterm Label gar nicht wissen, was passiert ist. Da habe ich eine ganz schräge Antwort bekommen. Ja, wieso, wenn eine Landwirtschaftsministerin so ihren Posten behält, dann hat sie doch erstmal alles richtig gemacht. Dann frage ich mich, ob ich wirklich aktivistisch bin oder ob ich einfach Verantwortung in die Welt trage, wenn ich sage, nein, aus meinem besten Wissen und Gewissen heraus stimmt das nicht. Und dann müssen wir zunehmend ein Korrektiv werden. Genauso ist ja Scientists for Future entstanden. Zu sagen, in dem Moment, wenn junge Leute wirklich fordern, dass die Politik entsprechend sich ausrichtete, damit die Ziele, die ja aus der Politik gesetzt wurden, erreicht werden können, zu sagen, na, ihr habt keine Ahnung, geht mal zurück in die Schule, lasst mal die Profis ran. Zu sagen, ja, aber dann ist es doch die Verantwortung zu sagen, dass das die Evidenzbasis ist, die wir zusammengetragen haben in der Wissenschaft, auf die sich diese jungen Menschen beziehen. Und das klingt radikal, weil wir viel zu lange viel zu wenig gemacht haben. Aber das ist nicht, dass diese Menschen jetzt irgendwie radikal durchgeknallt sind. Die haben erstmal versucht, evidenzbasiert drauf zu gucken, wo stehen wir eigentlich.
Und welches Zusammenspiel und welche Rolle Wissenschaft da einnehmen kann und wie, ich glaube, das Wie ist dann vielmehr die Frage, die ich im zweiten Teil auch wirklich stark machen will, steht für mich mehr im Vordergrund als die Frage, darf die das? Weil der Kontext bestimmt doch, was wir dürfen und welche Verantwortung wir übernehmen. Wenn wir sagen, wir sind die auch durch Steuergeld finanzierte Bastion der Antworten schaffen für die Fragen, die im Raum stehen. Deshalb diese Transformationsaufgabe ist ja eigentlich ganz schön zusammenzufassen. Und ich glaube, auch da wird nochmal klar, wie können wir denn eigentlich die Sozialwissenschaften und die Naturwissenschaften so kombinieren, dass wir es hinbekommen, auf einem Planeten innerhalb der planetaren Grenze wirklich gute Lebensqualität für alle anzubieten. Und da gibt es einmal die Budgetfragen, die wir versuchen ja auch zu quantifizieren mit Erdsystemmonitoring und etc. Und dann gibt es ja aber auch, und der Punkt ist, glaube ich, aus meiner Sicht noch viel zu wenig beackert worden bisher, diesen Bedürfnisteil, die Satisfaction. Da könnten wir doch deutlich kreativer werden. Die Idee, dass die Bedürfnisbefriedigungsstrategie Nummer 1 in einem erfolgreichen wirtschaftlichen Modell ist, immer mehr Zeug in seine Garagen zu stopfen oder ins Carport oder aufs Dach oder irgendwo anders, was ich kaum benutze. Hauptsache ich hab's. Weiß nicht. Also ich glaube, da geht mehr. Und das ist ja auch das Schöne, dass das aus den Sozialwissenschaften bestätigt wird. Und deshalb ist diese Form der Zusammenarbeit ja total spannend, wenn wir sagen, klar können wir für das gute Anthropozän Antworten generieren aus diesem Wissenschaftssektor. Und deshalb war ich sehr froh, dass auch das Nobelpreis, ja, also die machen immer diese Summits, einmal oder alle 2 Jahre, je nachdem wie Corona so gerade präsent ist, glaube ich. Aber das Our Planet, Our Future war genau das. Es kamen ganz viele unterschiedliche Disziplinen zusammen und haben eben auch gesagt, wenn wir merken, dass wir in einer anderen Ära angekommen sind, dann ist doch sowas wie eine zweite Aufklärung, ist ja so ein Begriff, der rumgetragen wird, ne? Ein Paradigmenwechsel, wirklich mal fundamentale Fragen zu stellen und auch klar zu machen, auf welche müssten die denn Antworten bieten können, eigentlich ein normaler Moment. Und diese Idee, dass wir dessen fähig sind, nicht aufzugeben, das rutscht mir im Moment so weg, die Menschen wollen das nicht. Also im politischen Berlin oder auch journalistische Fragen, ja, aber Frau Göppel, die Leute wollen das nicht. Wie wollen Sie denn die Leute jetzt überzeugen, das? Wenn sind eigentlich die Leute? Und dann sind ja empirische Umfragen durchaus möglich. Und wenn dann die Empirie sagt, es war so kurz nach Corona, 70% wollten nicht nach Mallorca fahren und fanden das auch eine blöde Idee, und 30% haben gesagt, naja, dann sind ja von den 30% noch nicht mal alle gefahren. Und trotzdem hieß es wieder, ja, Frau Göppel, alle wollen jetzt nach Mallorca. Wie wollen Sie die davon abhalten? Nee, also dann kann man doch jetzt wirklich, und im Moment ist es ja wieder so eine Geschichte mit einigen, die sich Wahlen laufen und sagen, unsere Bevölkerung trägt das nicht mehr mit der Ukraine. Ich habe gesehen, dass seit Juli, August, September die Werte der Unterstützung der Ukraine aufrechtzuerhalten, von 70% auf 74% gestiegen sind. Also wo bringen wir tatsächlich die Evidenzbasis, da ist sie nochmal rein. Und natürlich ist dann eben auch das Interessante, ich sage in einer Umfrage, ich hätte gerne diese Ziele erreicht, und wenn ich dann anfrage, darüber nachzudenken, was mein eigener Alltagsbeitrag wäre, damit die erreicht werden können, na klar wird es da haariger. Aber erstmal ist ja die Einladung ausgesprochen, zu sagen, den Suchprozess behalten wir bei. Weil wir eben kulturell sehr stark veränderliche Wesen sind und immer schon dazu gelernt haben. Und deshalb finde ich das so wichtig, uns immer wieder klarzumachen, also die Werte, Glaubenssätze, Wissen, Weltsichten sind ja eigentlich das, also zumindest meine ontologische Sicht ist, dass der Ursprung von Veränderung, zumindest intentionaler Veränderung, ja immer noch in uns liegt. Zwar fühlen wir uns klein im Vergleich zu den großen Aufgaben, aber intentional etwas anders zu tun, das ist ein ganz großes Geschenk unserer Spezies. Und deshalb eben zu überlegen, in welchen produktiven Prozessen sind wir eingebunden, das sind Beziehungshaftigkeiten häufig. Es sind nicht irgendwelche Strukturen, die monolithisch und damit unveränderbar sind. Wir können jeden Tag entscheiden, bestimmte Abläufe anders zu machen. Es gab ein großes Projekt zwischen GesellschaftswissenschaftlerInnen und OrganisationsforscherInnen und Leuten aus der Verwaltung, die in einem Empfehlungskatalog vor der Bundestagswahl gemacht haben, wie man eigentlich politische Verwaltungsprozesse mal ein Update verdient hätten, damit wir so Querschnittsaufgaben wie Nachhaltigkeit besser hinbekommen und die Wirkungsorientierung wieder stärker mit dem Volk zurückkoppeln können, was dann da sagt, die machen das nicht. Das ist doch Wahnsinn, was wir an überschiedlichen und unterschiedlichen Ecken und Enden überall an Innovationspotenzial rumliegen haben, wenn wir uns auf den Weg machen und sagen, da geht doch was. Da können wir doch die Prozesse wirklich stärker in die Richtung
ausrichten, dass wir A, das mit den Ökosystemen in den Griff bekommen, die Risiken reduzieren und die Freiheiten aufbauen und B, uns auch immer klar machen, wie stark, und ich glaube, das ist tatsächlich diese Aufgabe der Wissenschaft, die sich methodisch mit diesen Sachen auseinandersetzt, dieses reflektive Momentum einfach auch gelernt hat, zu merken, wie stark sind wir denn eigentlich in Deutungsmustern, in bestimmten Narrativen, in all diesen Pfadabhängigkeiten, ist, glaube ich, so der gängigste Überbegriff, eingebunden, die auch unsere Freiheit und empfundene, die empfundene Möglichkeitsräume so vorstrukturieren. Und wie können wir dann, und das ist im Moment mein großer Suchprozess, auf diese Strukturen kommen und sagen, wie können wir Anreizsysteme, wer wird wie in der Wissenschaft anerkannt, aber wer wird in der Politik gefeiert und nicht, wie können wir vielleicht auch dort mal die Kultur mehr in Richtung wieder staatsmännisch, staatsfreudig anstatt Parteikampf ausrichten, damit wir das Gefühl haben, wir können bestimmte politische Rahmenbedingungen tatsächlich verändern, die es dann vielen aus der Wirtschaft viel leichter machen würden, ja auch die Sachen herzustellen, mit denen wir dann alle als KonsumentInnen und AlltagspraktikerInnen ein ressourcenleichtes Leben sehr viel leichter hätten, anstatt dass wir uns jetzt immer gegen den Strom im Grunde genommen bewegen müssen. Deshalb ist mir so wichtig, dieses Zusammenspiel immer zu sehen und dann zu sagen, ist ja super. Also Transformation ist ja eigentlich eine Teamaufgabe. Und dann, wie wollen wir das innerhalb der Wissenschaft auch organisieren? Und mit wem wollen wir wie, an welchen Punkten zusammenarbeiten dafür? Und ich habe mir da, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, 600 Seiten, Jürgen Renz Buch. The Evolution of Knowledge, Rethinking Science for the Anthropocene. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt mit dem Max-Planck-Institut in der Richtung entsteht. Und auch die Zusammenschau mit Digitalität finde ich wichtig, weil es ja auch darum geht, wie ist denn Digitalisierung? Wieso ist das schon wieder irgendwie so ein monolithisches Ding? Also es sind ja eigentlich unterschiedlichste Formen technologischer Entwicklung, die wir in unterschiedliche Prozesse, aber auch Instrumente einbauen können. Herr Kramer wird da, glaube ich, noch was zu sagen später. Wie können wir das denn eigentlich nutzen? Wie ist das auch ein Treiber gewesen von der Art, wie wir im Anthropozän gelandet sind? Durch die Beschleunigung, durch die Vernetzung etc. Und wie wollen wir in diesem Maschinenraum der Wissenschaft uns untereinander eben inspirieren und zu sagen, lasst uns dieses Anthropozän in eine lebenswerte Umwelt für die Menschheit verwandeln. Und das ist mein Versuch gewesen, auch zu sagen, warum es deshalb so relevant ist, sich immer wieder zu fragen, welches ist die Frage, die gerade im Raum steht? Wer definiert diese Frage auch? Und welche Prozesse, also Pfadabhängigkeiten haben wir, die es aktuell schwierig machen, die Ziele, die ja da sind, zu erreichen? Und wie verstehe ich menschliche Entscheidungen, auch hochirrationale oder Herdentrieb, unter welchen Bedingungen? Jetzt sprechen wir von sozialen Kipppunkten und wie kann man die vielleicht besser verstehen, um auch zu verstehen, welche Akteursallianzen und unterschiedlichen Instrumente wir gleichzeitig bedienen müssten, damit wir das schaffen mit der Nachhaltigkeitstransformation und sagen, hey, die Gesellschaft kann das doch. Und welche Paradigmen wollen wir da ein bisschen mal auf den Prüfstand stellen und auch bei uns selbst den Innovationsmodus ankurbeln, indem wir von unterschiedlichen anderen wissenschaftlichen Disziplinen auch lernen und uns irritieren lassen. Und das war vielleicht für mich der schönste Lernprozess im WBGU. Boah, wie lange man da diskutieren kann, wenn Menschen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen zum Beispiel den Begriff System benutzen. Und dann ist da eben die eine tatsächlich aus dem Fokus Fraunhofer und die Ingenieurin und dann haben wir eine Psychologin und dann haben wir einen Physiker und dann hast du einen Ökonom und dann tatsächlich noch jemanden, die im internationalen Bereich die Handelsbeziehung anschaut, bis man sich so ein bisschen eingegroovt hat, dass man mit einem und dem gleichen Begriff A erstmal unterschiedliche Vorstellungswelten mit sich rumträgt, dann versteht A, was ist denn dann eigentlich die Vorstellungswelt der anderen Person? Wollen wir bei dem Begriff bleiben? Brauchen wir einen neuen? Also dieser Suchprozess ist ja hochspannend, aber eröffnet dann ja auch ganz andere Möglichkeiten, sich zu verständigen und nach vorne zu gehen. Und dieses nach vorne gehen ist, glaube ich, der Punkt, wo ich versuche zu überlegen, wie schaffen wir das, dieses Dialogische noch stärker zu machen? Also dass auch ein Hören wichtig ist und ein Zuhören wichtig ist. Und ich habe für mich mal so drei prototypische Rollen versucht, auseinander zu dividieren. Da können Sie auch gleich rasant widersprechen, wenn Sie möchten. Aber einmal so dieses Forschen als interessensneutrale Erklärinstanzen. Also Science-Society-Interface, die Medienauftritte als Expertin. Ich versuche das mal einzuordnen. Ich habe kein eigenes Interesse am Ergebnis, sondern versuche die Dinge miteinander in Beziehung zu setzen und ein Verständnis für das mitzubringen, was wir da eigentlich gerade diskutieren und warum. Dann aber natürlich auch ein bisschen diese beauftragten Dienstleisterinnen, also zum Beispiel der Politikberatung ganz stark, aber wir hatten das auch tatsächlich viel mit den Lokalgruppen der Scientists for Future, dass einfach zivilgesellschaftliche Organisationen gesagt haben, könnt ihr uns mal helfen? Es gibt diese und jene politische Vorschläge,
Stimmt das? Also dieses Assessment, was wir bei den Bundestagswahlen gemacht haben, auch dort vor Ort anzubieten und zu sagen, na klar, können wir damit reingucken und können euch auch sagen, ob das, was draufsteht, auch drinsteckt. Wir geben euch nicht vor, was ihr damit macht mit diesem Befund, aber es gibt eine beratende Instanz. Also wir tragen das Wissen in die Gesellschaft, wenn es abgefragt wird. Und ich finde, das seit Mission, ich war in dem Auswahlgremium Innovative Hochschule dieses Jahr und es war sehr starker Reallaborfokus. Und ich fand das hochinteressant, weil da das Zuhören ja stärker wird. Und der Anteil war ein großer, wichtiger Teil, auch in der Bewertung, zu sagen, wie stark ist denn eigentlich verstanden worden, was in der Region da drum gerade anlandet. Es war noch sehr stark Technologieentwicklung, um dann irgendwie doch die Probleme, die ökologischen Probleme in den Griff zu bekommen. Aber einige waren sehr, sehr kreativ, auch in der Form, wie man sich neu erstmal dialogisch auch auseinandersetzt darüber, was brennt denn da eigentlich. Weil manchmal ist es ja viel leichter, durch soziale Themen oder durch Themen, die tatsächlich auch mit der Regionalentwicklung ohne Ökologie erstmal zu tun haben, einzusteigen und dann zu sagen, wie baue ich denn das, was bei den Menschen sehr nah ist, an dem, was sie umtreibt den lieben langen Tag, trotzdem noch ökologische Anreize ein oder versuche Innovationsstrategien zu designen, die das ganze Ökologische mitbringen. Also ich kann ja durch unterschiedliche Referenzpunkte die Leute abholen, wo sie stehen, einsteigen und trotzdem dann in dem, wo ich hin will, versuchen, wie kriege ich das denn ganzheitlich gedacht. Und ich finde es eben total spannend mit der Action Research. Gestern hatten wir so ein bisschen Begleitforschung. Ist es das schon? Oder haben wir nicht auch so diese beobachtende Forschung? Also dieses Ich laufe aufmerksam durch die Gegend oder wir haben unterschiedliche Pionierprojekte dann angeschaut in der Transformationsforschung. Gibt es da Übereinstimmungen? Gibt es da Musterhaftigkeiten? Gibt es da auch neue Narrative, die wirken können? Oder welche technologischen Entwicklungen können vielleicht eine Sollbruchstelle bedienen, die vorher nicht ging? Also wirklich dieses aufmerksame Zuhören und das durch eine Kodifizierung, weil ich Muster beschreibe, weil ich sage, das ist nicht nur ein Leuchtturm, die das machen, sondern es gibt bestimmte Gelingensbedingungen, die man in unterschiedlichen anderen Kontexten auch anwenden kann. Dann komme ich von dem Einzelfall in eine Musterhaftigkeit, in eine Kodifizierung, die es anschlussfähig macht, die dem eine gewisse Adelung überträgt und die es natürlich dann auch in einen Transfer Moment übertragen lässt. Das heißt, wie können wir diesen Teil, der ist manchmal messy und anstrengend und auch nicht so einfach dann irgendwie zu publizieren, und dann kriegt man wahrscheinlich auch nicht ganz so viele Credentials für, als wenn man jetzt in den Naturwissenschaften das neue BioNTech entwickelt. Das ist einfacher. In den Sozialwissenschaften ist das schwieriger, weil wir da ja auch weniger tatsächliche Silver Bullets entwickeln können. Also wie kann man das da trotzdem aufwerten und trotzdem sagen, was ist denn eigentlich auch so ein Spillover-Effekt, was wir viel gesehen haben mit so längere geförderten Reallaborprojekten, 3 bis, also eigentlich brauchen sie mindestens 5 Jahre, dadurch, dass ein neuer Akteur eintreten kann, kann ich eine Form von Institutionalisierung vorantreiben, ein Interesse wecken, kann ich Akteurnetzwerke bauen, die dann auch fortbestehen, selbst wenn die Forschung wieder rausgeht. Aber das geht nur nach einer gewissen Länge und nach einer gewissen Vertrauensaufbau. Wie können wir den Teil eigentlich sichtbar machen bei der Impact-Frage? Warum sollten wir das nicht? Und deshalb habe ich einmal gedacht, wie kommen wir aus diesem Was darf Wissenschaft mehr zu diesem Wie? Und ich habe mir diese PR-Guidelines nochmal rangeguckt und habe, das ist doch eigentlich in jedem Kontext spannend. Achtung, jetzt wird es mega textlastig, weil ich fand die total hilfreich. Auch gerade für die Online-Kommunikation, wo ich im Abschluss jetzt nochmal einmal kurz hingehe. Also dieses Bewusstsein, Respekt für die Positionen aller Beteiligten stärken und das Verständnis für die Arbeitsweise und Perspektiven der Wissenschaft. Ich finde, da ist in den Talkshows Luft nach oben. Also da kann auch ein bisschen mehr Demut bei denjenigen, die da berufen sind, als ExpertInnen einziehen und sich da noch mal ein bisschen Mühe zu machen, auch die eigenen Grenzen, aber eben auch alternativen Positionen ein bisschen vielleicht gleichwertig, selbst wenn ich eine andere Meinung habe oder eine andere Position vertrete, stehen zu lassen. Den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft stärken. Nicht die Expertokratie-Vorwürfe, die da durchaus auch gemacht wurden. Da sind wir wieder, ne? Abholen. Aber eigentlich geht es ja um Komplexitätsreduktion. Das muss ja einer unserer Jobs sein. Und das ist auch etwas, was ich ja sehr stark versucht habe, beispielsweise mit den Sachbüchern im letzten Jahr. Und es ist mir nicht gelungen, ohne Hilfe von jemandem, der oder die das gelernt haben. Und der oder die viel mehr wissen, was außerhalb meiner Blase, ich denke das ja alles als Selbstverständlichkeiten, wirklich in der Gesellschaft gedacht wird. Welche Beispiele da verfangen? Was für die Menschen plakativ sichtbar machen kann, die nicht WissenschaftlerInnen sind, was ich versuche zu meinen, gerade der Mustersprache oder ein Beispiel für dann vielleicht etwas komplizierteren Zusammenhang. Wie schaffe ich die Komplexitätsreduktion, ohne die Wissenschaftlichkeit zu verlieren? Welches Team brauche ich dafür? Welche Kompetenzen brauche ich dafür? Wie können wir das verbessern in der Zusammenarbeit? Faktentreu.
Das hat mich so ein bisschen erstaunt an dieser ganzen Debatte, die ich da irgendwie die letzten 2 Monate hatte. Kein Mensch hat sich inhaltlich an meinen Büchern abgearbeitet. Es ging nur darum, darf die das mit dem Journalisten zusammenarbeiten? Und dann will der Journalist nicht draufstehen, weil er ein eigenes Standing behalten möchte und nicht als der Schreiberling von einer Wissenschaftlerin gelten möchte. Dann respektiere ich das. Das ist was ganz anderes, als wenn NachwuchswissenschaftlerInnen darunter stöhnen und sich wirklich ausgebeutet fühlen, dass LehrstuhlinhaberInnen und InstitutsleiterInnen sich draufsetzen auf jedes Peer-Review-Journal, was bei ihnen entsteht, ohne ein Komma gesetzt zu haben. Deshalb hat mich da die Schärfe der Gegenreaktion gerade aus unserem Sektor wahnsinnig umgetrieben. Wissenschaftlerinnen auch über sich und ihre Motivation, ihre Arbeit sprechen. Es gibt einen total tollen BBC-Podcast, The Life Scientific. Jetzt habe ich gedacht, voller Demut, ich muss euch nochmal in eure Podcasts reinhören, wie stark das da drin ist, weil ich finde, den so schön, diesen Suchprozess mit klar zu machen und auch die eigene Motivation zu zeigen, das macht es doch menschlich, das macht es zugänglich. Das kann Brücken bauen, anstatt Expertokratieverdacht aufzubauen. Und welche Instrumente und Kanäle sind dafür passend? Also Form follows Function. Und wenn ich sage, ich versuche etwas in die Gesellschaft zu tragen, dann nehme ich ein Sachbuch und nicht ein Peer-Review-Buch. Das habe ich 2016 ja auf Englisch veröffentlicht und gemerkt, in der epistemischen Community gut angekommen, in Deutschland kannst du mit Englisch halt lassen. Und dann überlege ich mir doch, was ist das, was ich erreichen möchte und welches Format, welcher Kanal, welcher Zeitpunkt, welche Aufbereitung kann das erreichen und nicht? Und dann mache ich danach eine Evaluation. Und nicht von Anfang an sagen, das dürfen wir nicht. Und es ist doch super, dass MIT zum Beispiel heute Nachmittag ausgezeichnet wird. Sie hatten sicher etwas gemacht, was nicht viele vorher gedacht haben, Teil des Spektrums ist, auf dem wir uns frei bewegen dürfen. Und deshalb eben dieses Anpassen der Strategien und Maßnahmen. In welchem Kontext sind wir gerade, das nicht aus den Augen zu verlieren? Deshalb zusammenfassend, wer stellt die relevanten Fragen? Ist das unsere eigene? Und die möchte ich überhaupt nicht abwerten. Ich bin ja selber in diesem System wirklich als Misfit unterwegs gewesen. Das ist nicht einfach. Oder bin es ja immer noch. Stellt die Frage, die ich bearbeiten muss, eigentlich eine bestimmte Instanz innerhalb des Wissenschaftssystems? Schränke ich die Breite meiner Fragestellung ein, weil ich weiß, in A-Rank-Journals wird es nicht angenommen werden? Kolleginnen haben gerade 1000 unterschiedliche Paper zu ökonometrischen Modellen ausgewertet aus den ganzen A-Journals, um zu zeigen, dass die eigentlich nicht mehr methodisch mit dem übereinstimmen, was passig wäre. Das wird nicht mal in den A-Journals angenommen. Wie gehen wir mit sowas um? Also da brauchen wir doch auch einen selbstreflektiven Raum. INET ist da nur eine Plattform, die versucht, das zu thematisieren, Institute New Economic Thinking. Wie können wir das normalisieren, dass wir uns selbst hinterfragen, dass wir lernen dürfen? Wie normativ geht es zu im Design? Das ist genau die Frage. Also wenn wir in diesem Anthropozän sitzen und wirklich sagen, es ist relativ eng, wie kriegen wir diese Krisen unter, ja, wieder eingehegt? Wie schaffen wir das mit den wünschenswerten Zukünften? Warum ist es dann normativ, sich diese Frage offensiv zu stellen? Also spätestens in der Politikberatung darf ich, es war kein Problem, wie BGU, darauf ausgerichtet, die Bundesregierung damit zu beraten, diese Ziele zu erreichen. Aber ich kann das doch auch für mich, solange ich es transparent mache, setzen. Warum ist das nicht okay? Warum ist es okay, in ökonometrischen Entscheidungen lauter Wertentscheidungen einzubauen, die ich nie transparent mache? Und gleichzeitig zu sagen, du darfst aber der Ökonomie nicht sagen, dass sie sich jetzt der Nachhaltigkeit annehmen soll. Also geht alles ein bisschen durcheinander. Und deshalb finde ich es wieder wichtig, einfach transparent zu bleiben und die Entscheidungen zu begründen. Und dann ist das total in Ordnung. Kann ich auch sagen, Anthropozän interessiert mich nicht. Aber nicht diejenigen, die sagen, sie finden das jetzt gerade wichtig, in die normative Ecke stellen. Sondern es ist in Ordnung. Entscheidung, begründen, Transparenz darüber, dazu stehen. Fertig. Und deshalb ist es auch nicht aktivistisch, sich in die Sachen des Watchdoggings einzumischen, aus meiner Sicht, weil wir sind nun mal Wirks. Wenn wir es nicht machen, rutscht uns vielleicht der Diskurs in die Ecke weg, wo wir sagen, das können wir eigentlich von dem, was wir wissen, ob der Konsequenzen des Nichthandels nicht vertreten können. Und diese Entscheidung kann niemand institutionell abnehmen, die ist im Endeffekt in uns selbst angesiedelt. Aber ich finde diese Vorwürfe des Aktivismus an diejenigen, die wirklich auf die
die Dringlichkeit hinweisen, nicht in Ordnung. Man kann sagen, die Form, sich einzubringen, vielleicht schwierig oder wie auch immer, Legitimität unterschiedlicher Aktivitäten. Aber warum ist es weniger aktivistisch zu sagen, ich weiß, dass das passieren wird, wenn wir nichts tun, aber ich entscheide mich dazu, nichts zu machen. Wir haben immer eine Wirkung. Deshalb, welche Verantwortung trägt Wissenschaft? Und wie können wir dieser organisierte Lernprozess sein? Wer darf was und sich wie nennen? Und deshalb dieses Wirken im öffentlichen Raum, das ist einfach das, was ich mitgenommen habe. Ich finde es total wichtig, auch gerade wenn wir individuell kommunizieren, respektvoll das zu machen. Vor allem, was ist der Kontext und das Ziel eines Werkes, bevor ich das kritisiere? Wenn ein Sachbuch einen bestimmten Sachverhalt allgemein anschlussfähig kommunizieren will und dann dafür kritisiert wird, dass es ja die Theorieentwicklung keinen Meter weiterbringt. Ja, kann man machen. Man kann auch respektvoll damit umgehen, was genau war denn eigentlich das Ziel? Und dann bewerte ich und kritisiere ich auf diesem Ziel. Aber nicht, indem ich eine Kategorie aufmache, die eine Person nie bedienen wollte, um dann richtig schön kritisieren zu können. Schwierig. Hat für mich nichts mit den Kriterien von PR, Wissenschafts-PR zu tun, wie wir sie vorher hatten. Recherchekonsequenz. Worüber verifiziere ich vermeintliche Sachverhalte, bevor ich urteile? Wenn ein Zeitartikel im Bild-Zeitungsniveau Behauptungen in die Welt stellt und dann wissenschaftliche Professoren und Professoren, KollegInnen auf der Grundlage dieser Evidenzbasis sogar rechtliche Schritte gegen mich einfordern, anstatt erstmal nachzufragen, vielleicht auch einfach mal mit mir zu reden, dann auch noch verdrehen, ich hätte in wissenschaftlichen Publikationen einen Ghostwriter angenommen und das breit und lang und wütend auf den Social Media verbreiten, hat das nicht viel mit den PR-Richtlinien der Wissenschaftskommunikation zu tun. Quellenkompetenz. Welche Evidenzbasis nehme ich zum Ausgang meiner Urteile? Wirklich? So ein Artikel oder möchte ich vielleicht zweimal nachfragen? Und die Verhältnismäßigkeit, ich hatte das eben auch schon mal. Wie stark werden Einzelfälle beurteilt, wenn ich strukturell darüber gerne diskutiere, wie stark machen wir transparent, wie einzelne Publikationen entstanden sind? Was macht das aber dann eben auch für eine Kooperation? Wenn einige Journalistinnen und Journalisten sagen, ich möchte gerne dieses unabhängige Standing haben, verlieren wir vielleicht auch die Besten. Wenn PolitikerInnen immer sagen müssen, wer ihnen die Rede mitgeschrieben hat, dann wird das mit dem Ich ganz schwierig. Also gerne strukturell darüber reden, aber auch überlegen, wo ist die Dosis gut? Und wieder, warum? Was ist das Ziel, was wir erreichen wollen? Und warum ist es dann vielleicht wichtiger, im wirklichen Peer-Review-Publishing erstmal zu sagen, man gibt Anteile der Mitarbeit aus oder sonst was. Oder schreibt zumindest die Personen wirklich nach vorne, die das meiste gemacht haben. Ja, und deshalb für mich wirklich diese übergeordnete Frage, die mich sehr umgetrieben hat in den letzten 2 Jahren, weil ich glaube, wir haben kurz darüber gesprochen, wir haben da so ein bisschen, ist was verlustig gegangen in der Form der Dialogkultur. Wie schaffen wir das, das zurückzugewinnen? Weil ich glaube, in diesem Kontext der Unsicherheit und der Umbrüche ist das allerletzte, was eine Gesellschaft braucht, das Gefühl, dass auch die Instanz, die eigentlich interessensneutral, gut ausgestattet, möglichst gute Evidenz in den Prozessen anbieten soll, sich gegenseitig mit Vorwürfen, mit Diffamierungen, mit nicht haltbaren Behauptungen im Social-Media-Raum abfertigt und wir damit das Vertrauen in unsere gesamte Zunft nach unten navigieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Maja Göpel. Wir haben Mikrofone im Saal für Rückfragen. Ich würde allerdings mir herausnehmen, die erste Rückfrage selbst zu stellen. Und zwar finde ich die Frage ganz spannend. Aktivismus ja oder nein, finde ich die weniger spannende Frage, als was macht man eigentlich, wenn man sich so ein bisschen in die Richtung Aktivismus bewegt hat, auch aus legitimen Gründen und mit einem hehren Ziel und einem guten Hintergedanken und sich darüber alle Gedanken gemacht wird. Und dann aber das, was man sagt, instrumentalisiert wird politisch. Mhm. Gibt es da Ratschläge? Gibt es da was, was man tun kann, was da vielleicht auch die professionelle Community tun kann, um sozusagen diese Differenz zwischen
Es hat eigentlich gut angefangen und ich mache das, weil ich das ein wichtiges Thema finde und ich mache auch alles transparent. Aber dann kommen politische Parteien und nutzen die Aussagen, die ich habe, quasi gegen mich oder nicht in dem Sinne, wie ich sie eigentlich gemeint habe. Ja, also der Punkt ist super schwierig. Ich habe das auch viel gehabt in so zwei unterschiedlichen Rollen. Und das sind ja auch super besetzte Rollen, die wir in unterschiedlichen Formen im wissenschaftlichen Bereich abgedeckt haben. Das eine ist so, ich bin ja eigentlich so die große Bildtante, die so die großen Zusammenhänge erklärt. Und dann soll ich auf einmal, weil ich das Mikro schon im Gesicht habe, sektoral erklären, was muss jetzt in dem Politikpaket sein und ist das jetzt mit der Gasumlage so richtig oder das? Und nein, das habe ich mir jetzt gerade nicht angeguckt. Oder da müssen die Kollegin XYZ fragen. Ne? Für was lasse ich mich als Expertin überhaupt befragen? Das Zweite ist, und das ist außerhalb der Kontrolle ein bisschen, und ich glaube, deshalb ist diese Zusammenarbeit mit Journalismus total wichtig, gerade mit diesem politischen Journalismus in Berlin passiert es häufig, Dinge, die ich sage, oh, das wird der CDU gar nicht passen. Ich denke so, oh nein, danke. Ich meine, alles, was wir versuchen, ist doch zu zeigen, dass es etwas Parteifarbenunabhängiges ist, was wir versuchen, in die Welt hinauszubringen. Und wenn wir zielgruppengerichtet versuchen zu kommunizieren, eher sagen, warum ist das Freiheitsgewinn? Warum ist das eine konservative Agenda? Warum kann sich da wunderbar auch eine soziale Partei, die sagt Respekt, positionieren? Es geht ja eher darum, die Brücken zu bauen und zu sagen, ihr könnt euch Nachhaltigkeit leisten, selbst aus eurem politischen Profil. Und schwupp wird das dann genau, wie du beschrieben hast, gerne benutzt, um dich in irgendein Parteilager zu packen. Es wird ja auch sehr gerne gemacht, die Grünen-Beraterin oder so. Ne? Also zum Teil ist der Austausch ganz wichtig, um deine Sensitivität zu schaffen. Und manchmal weiß man einfach, das ist Strategie. Und ich glaube, da schafft es nur, oder ist es gut, zu sagen, schaffen wir das vielleicht auch mal gemeinsame Statements zu verfassen. Also, dass man nicht als ein Individuum so schnell in eine Ecke geschoben werden kann, sondern würde ich sagen, nö, und das machen Scientists for Future zum Beispiel ja relativ viel, das ist jetzt natürlich der Bereich, den ich am besten kenne, zu sagen, wie schaffen wir das gemeinsam zu bestimmten politischen Vorschlägen jetzt gerade ein Statement abzustimmen, damit es nicht Einzelne dann sind. Aber es bleibt eine Riesenherausforderung und man ist nicht davor gefeit. Auch einzelne Sachen aus dem Kontext genommen und die sagt das doch auch. Und Also man fängt da schon einiges auch wieder ein und manches kannst du nicht wieder einfangen, außer selbst dich immer zu bemühen, das in deinem Thread, was du rausgibst und in deinen Publikationen, wo du rausgibst, klar kontextualisiert ist und du im Zweifel darauf rückverlinken kannst. Ob die Leute dann da hingehen oder nicht, ist gerade in den sozialen Medien aber nicht immer klar. Ne? Alles klar, danke schön. Wir haben da die erste Frage aus dem Publikum. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine Frage zu der Sprache. Sie wechseln sehr häufig zwischen ich, wir, man, benutzen auch gerne Passivkonstruktionen. Und bei wir bin ich immer unsicher, ob Sie die Wissenschaft, die Wissenschaftlerinnen, die Kommunikationsexperten, Kommunikatoren, die Gesellschaft, unsere Gesellschaft, die Menschheit, das ist mir ein bisschen zu weit, weil es ja letztlich tatsächlich eine klare Anweisung oder das Resultat, was Sie am Ende vorgestellt haben, ich nenne es gerne To-Dos für uns, Werte, die wir leben sollen. Das war jetzt doch eher so Wissenschaftskommunikation unter Wissenschaftlern. Wie sollen wir uns gegenseitig verhalten? Aber das Intro war ja größer gemeint. Können Sie da nochmal differenzieren? Wer trägt jetzt hier eigentlich die Verantwortung? Für Ihre Forderung. Ja, wer ist... Ne, wenn es darum geht, gesellschaftliche Prozesse zu verhalten, jeder für sich, aber es geht ja hier darum, irgendwie Normativität vorzuleben. Und wer kreiert diese Normativität? Da zählt meine Frage ab. Also wer ist hier wir? Okay. Das finde ich mal so super in wissenschaftlichen Räumen. Ne? So zack, da, zack, differenzieren. Und oh, kann ich wieder darüber nachdenken, wie ich gerede. Aber es ist richtig. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und dass wir... Ich habe das bei dem letzten Buch ganz offensiv gesetzt, weil es Wirks sind. Also Gesellschaften sind Beziehungsgeflechte. Das heißt, wir kommen aus dem Wir nicht so richtig raus. Und dann haben wir natürlich unterschiedliche Rollen innerhalb der Gesellschaft. Und wenn wir jetzt in die Wissenschaft gehen, habe ich versucht, diese Rolle mit dem organisierten Suchen von Antworten auf die Fragen zu formulieren. Aber dann haben wir natürlich noch Grundlagenforschung, wir haben sehr angewandte Wissenschaften, wir haben transdisziplinäre Forschungsdesigns. Ich denke, die Philosophie wird sich noch woanders sehen als jetzt bestimmte Molekularfragen und so weiter. Aber ich habe wirklich immer und wieder das Gefühl, dass wir auch die unterschiedlichen Rollen durchaus ja in uns wahrnehmen können und auch transportieren können. Und es geht nicht darum, dass alle jetzt sofort in die Talkshows rennen müssen.
Ich finde das auch total legitim zu sagen, es liegt mir überhaupt nicht. Es ist auch echt oft kein Spaß. Also es war auch so ein bisschen komisch in dieser, die will da irgendwie hin und so. Das ist nicht super. Also man kriegt da auch wirklich abgefahrene E-Mails nachher. Ich kann da mal ein paar von teilen. So, ne? Also dieses, deshalb die Frage von dem Wir, ich meine das ganz ernst, weil man häufig, oder Frau in diesem Fall, wenn es zu alleine wird, wird es sehr anstrengend. Und deshalb sich immer wieder klar zu machen, was versuche ich gerade und was ist ein sinnvolles Team drumherum. Und ich kann natürlich den Schwerpunkt jetzt auf die nächste Forschungsfrage legen, ich kann aber auch den Schwerpunkt auf das Vermitteln dieser Forschung. Nee, jetzt rede ich an dem vorbei, was Sie eigentlich wissen wollen, das merke ich. Warum nicht? Ja durchaus von Institutionen Forschungsschwerpunkten vorgegeben. Das heißt, die Grundidee, das jetzt weiterzuleben, was Sie wirklich großartig denken, ist, wir müssen oben ansetzen und wer gibt eigentlich vor, was wir forschen dürfen, welche Themenschwerpunkte wir setzen, welche Fragen relevant sind. Das kommt ja nicht von einem kleinen Promovierenden, der sich jetzt eine Forschungsfrage ausdenkt. Hm. Ja, der muss sein Geld irgendwo herbekommen. Entschuldigung. Nee, also das ist natürlich diese vorstrukturierte Freiheit, aber ich habe zum Beispiel in dem Buch jetzt, wo es viel darum geht, wie kriegen wir Strukturveränderungen, das Beispiel von schwedischen NachwuchswissenschaftlerInnen, die im jetzt Stockholm Resilience Center angefangen haben, gesagt haben, es ist hochriskant, Nachhaltigkeitsforschung wirklich zu machen, wenn du noch nicht etabliert bist. Also für diejenigen sehr viel einfacher, die schon einen bestimmten disziplinären Fach etwas erreicht haben, zu sagen, jetzt machen wir die Brücken. Aber für diejenigen, die von Anfang undisziplinär, von Anfang an wirken und arbeiten, ist es nicht sehr gut im Sinne von der Geschwindigkeit, mit dem du publizieren kannst, mit der Passung in den Journals, wo du überhaupt reingehörst, und aber natürlich auch in der Geschwindigkeit, wenn du versuchst, dieses Transdisziplinäre zu machen, dauert das eben länger, als wenn du die vierte Auswertung von einem bestehenden Modell machst. Und die haben das sehr stark thematisiert. Und das ist diese Strukturveränderung. Die haben das auf den Konferenzen selbst gesetzt und haben eine Kooperations- oder Verantwortung von den Etablierten gefordert, zu sagen, ihr müsst mit uns die Räume öffnen, weil wir gehen ins individuelle Risiko, nur weil wir sagen, man kann die Fragen, die offiziell im Raum stehen, überhaupt nicht in den bisherigen Strukturen so beantworten, wie wir das aus ja auch nachweislichen Gründen heraus tun wollten. Und das ist dieser strukturelle Wandel und den braucht es im Team, aber die haben das genau aus der promovierenden Ecke gemacht. Aber haben diejenigen, die mehr Einfluss haben, die Verantwortung genommen. Und deshalb ist es in beide Richtungen die Verantwortung. A, bei den Insider-Power, die wirklich noch wissen, was ist in den Forschungsdesigns dann herausfordern, stärker nachzufragen. Und B, das aber auch einzufordern. Und ja, Macht, Interessen etc. kennen wir auch alles in unseren Strukturen. Und ich glaube, je ehrlicher, offener und vielleicht auch normalisierter wir damit umgehen, umso eher kann man diese strukturellen Barrieren in Frage stellen und vielleicht ja auch neue Teams und auch neue Rollen mal für sich ausprobieren. Also ich kann ja auch mal Facilitator werden und einfach nur sagen, ich halte euch das hier mal frei und ich sehe mal zu, also ich war interessanterweise im Wuppertal-Institut zu der Zeit, als die Strohschneider-Schneidewind-Debatte war. Ne, was ist transformative Wissenschaft, was darf die Reallabore, ist das eine Attacke auf die Grundlagenforschung oder nicht? Ist das zu angewandt? Ist das zu normativ? Und ich finde, seitdem sind wir ein weites Stück gekommen, zu sagen, hey, sowohl als auch ist vielleicht ein ganz gutes Ergebnis. Und darum geht es ja viel. Also es geht häufig, finde ich, jetzt gerade auch in den ökonomischen Kontext, mit denen ich spreche, wir brauchen euch, wir kriegen das sonst nicht hin. Ihr habt so eine Deutungshoheit über das, was in dieser Gesellschaft möglich ist. Und dann wirklich an diesem Ethos zu kitzeln und sagen, wenn es irgendwelche Personen gibt, die wirklich valide Antworten heute geben könnten und müssten und sollten, dann bitte doch ihr, weil euch wird zugehört. Und gibt es irgendeine wertvollere Aufgabe gerade, als zu sagen, wir schaffen das und wir zeigen euch wie. Und ich glaube, manchmal diese Einladung in das Kooperieren und in das Lasst uns gemeinsam über das hinausgehen, das ist auch häufig eine neue Mission zu formulieren, mit denen alle sehen können, ich gebe einen zusätzlichen Beitrag, ich lasse andere stehen, es hat nichts mit dem Gesichtsverlust zu tun, es hat nichts mit dem Reputationsverlust zu tun, es ist nicht, jetzt ist die abgesägt, jetzt können die anderen endlich hoch. Wir tun uns da kulturell wirklich keinen Gefallen in dieser sehr hierarchischen Form. Und das anzusprechen und das einfach mal zu thematisieren und zu sagen, wir würden das gerne als einen, ich habe den Club of Rome Bericht No Limits to Learning nochmal neu gelesen, 78.
ein bisschen schade, wie super das da schon analysiert war. Wie schaffen wir es aus diesem schockbasierten Innovationslernen, was immer erst die Krise braucht, dass wir sagen, okay, jetzt müssen wir die Strukturen anpassen, hin zu einem kontinuierlichen gesellschaftlichen Innovationslernen, in dem genau dieses, ich mache auch mal was anderes, normal ist, anstatt dass ich auf immer und ewig eine bestimmte Rolle festhalten muss und immer auch eine bestimmte Hierarchieebene bekleiden muss. Die Diskussion haben wir ja viel in einigen Instituten. Warum muss ich bis zur Pensionierung immer ganz oben bleiben? Kann ich nicht auch irgendwann sagen, hey, ich trete 3 Schritte zurück, mache es mir vielleicht auch ein bisschen entspannter, Arbeitszeit reduzieren oder ich mache was, dass ich den Nachwuchs fördere, dass ich diejenigen schon mal nach oben spüle, die einfach gerade noch ganz neue Ideen vielleicht haben. Warum ist das direkt mit einem Abwerten verbunden? Und das sind ganz tiefe kulturelle Fragen, glaube ich, stärker noch als dass es nicht möglich ist. Und da wünsche ich mir auch, einfach zu hören, wie kommt man da in gute Dialoge? Wie kann man jemanden dafür abfeiern, wenn er Platz macht? Oder die? Aber die kulturellen Fragen klären wir im Licht hoch. Wir haben noch... Die kulturellen Fragen nehmen wir nachher mit in den Lichthof. Wir haben noch eine Frage oben. Könnten Sie einmal sagen, wer Sie sind und wo Sie herkommen, so Transparenz und technisch? Mhm. Ja, Annette Klinkert, ich komme von der European Science Engagement Association und ich finde es sehr bereichernd, was Sie sagen, was den Systemwandel angeht, weil wir das auf europäischer Public Engagement-Ebene auch massiv diskutieren und da sehr viel Rückenwind aus Brüssel derzeit kommt. Die haben nämlich gerade beschlossen, dass in Horizon Europe das Thema offene Innovation, die ja deutlich mehr ist als Daten, sondern Zusammenarbeit, Co-Creation, Engagement, das ist jetzt im neuen Forschungsrahmenprogramm Teil der Bewertung wissenschaftlicher Exzellenz. Nicht mehr nur Impact, sondern Exzellenz. Und das ist für mich eine Frage, die für die deutsche Community hier sehr relevant ist aus meiner Sicht. Diskutieren wir eigentlich über die Zukunft der Wissenschaftskommunikation oder diskutieren wir über einen neuen Exzellenzbegriff, der ohne Kommunikation und Engagement gar nicht mehr auskommt? Wenn wir das tun, müssten wir dann nicht diskutieren, welche WissenschaftlerInnen bilden wir eigentlich aus? Und sind diese individualistischen Karrieren, die auf der individuellen Publikationsliste in einem sehr spezialisierten Gebiet sich aufbauen, sind die überhaupt noch zeitgemäß? Also fundamental mal die Frage stellen, wer definiert, was wissenschaftliche Exzellenz ist in dieser sehr komplexen Welt und ist das noch zeitgemäß oder müssen wir nicht fundamental anders an die Ausbildung herangehen? Und das passiert im Moment in Brüssel, von da kommen ja viele Entwicklungen auch dann nach Deutschland sehr massiv. Wir haben nächste Woche in Brüssel ein Treffen mit dem Joint Research Council zum Thema Communicating Complexity und da geht es um Wissenschaft, den Prozess der Wissenschaft und ich glaube, wir brauchen mehr Stimmen so wie Ihre, die sich auch trauen, sich anzulegen mit diesem bestehenden System, was mauert, was sehr stark zurück sich besinnt auf die scheinbare Freiheit der Wissenschaft als Abwehrmechanismus, anstatt zu sagen, wir brauchen, jetzt bin ich wieder beim Buzzword Anreize, aber in der Tat eine neue Bewertung, was ist akademische Exzellenz in dieser sehr verrückten Zeit und welche Rolle spielt da jeder und jede, die eine Uni betritt, und nicht erst nach der Promotion und nicht erst nach der Veröffentlichung, sondern als Studi, als Lehrender, als Mitarbeitende der Hochschule. Ich glaube, diese Frage ist viel fundamentaler, als wir das in unseren ganzen Treffen im Moment zur Wissenschaftskommunikation betreiben, die davon ausgeht, die Wissenschaft bleibt so, wie sie ist, sie muss nur anders kommuniziert werden. Genau, wir nehmen das als Impuls hin, haben wir uns gerade darauf geeinigt. Gibt es noch eine weitere Frage aus dem Publikum? Da hinten sehe ich noch eine. Ja, vielen Dank, Marie Heidenreich vom Syncom-Büro der Helmholtz-Gemeinschaft. In Anlehnung daran wollte ich Sie einmal hinweisen auf die DORA Declaration. Vielleicht ist das für Ihre Institution eine Möglichkeit, das zu unterstützen. Und da geht es genau um andere Bewertungsmatrixen innerhalb der Wissenschaft. Vielen Dank, Frau Göpel, für den Vortrag. Ich fand besonders spannend diese interessensneutrale Kommunikation seitens WissenschaftlerInnen. Und das ist ja ein Anspruch, den stellen wir immer und ich verstehe den auch ein ganzes Stück weit, weil, und da verstehe ich dann auch diesen Vorwurf der Ideologie, natürlich möchte ich als Bürgerin, möchte ich nicht, dass mir Wissenschaftler etwas erzählen,
was letztendlich keine wissenschaftliche Frage ist. Also wenn ich eine Wissenschaftlerin frage nach ihrer wissenschaftlichen Expertise, dann möchte ich die wissenschaftliche Antwort haben. Und da möchte ich nicht, dass mir letztendlich politische Fragen beantwortet werden. Sowas wie, braucht Deutschland Atomkraft? Sehe ich die Wissenschaft in der Rolle zu zeigen, wie kann es funktionieren ohne Atomkraft, wie funktioniert es mit Atomkraft? Aber diese Frage, und wollen wir das jetzt machen oder nicht, das ist eine politische. Und genau, da sehe ich ganz klar diese Rollen, die Trennschärfe, das ist ein Anspruch an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, den wir, glaube ich, stellen sollten. Bleib in der Rolle, in der du gefragt wirst. Nichtsdestotrotz ist es aber, und das finde ich fast noch wichtiger, im Bereich der Klimakrise ist es natürlich so, da ist die Prämisse immer, die mitschwingt, was müssen wir tun, um den Fortbestand der menschlichen Zivilisation sicherzustellen? Und das ist natürlich auch was, eine Medizinerin würden wir doch auch nicht fragen, ey, du hast jetzt irgendwie diesen Menschen da versorgt, das ist doch Ideologie, deine Ideologie, du hängst so sehr am gesunden Körper, das ist doch irgendwie ideologisch. Also so eine Prämisse muss man da nicht kommunizieren. Und beim Klimawandel haben wir uns nun mal als Gesellschaft oder politisch darauf geeinigt, wir möchten diese 1,5 Grad möglichst nicht überschreiten und die Erwärmung maximal bei 2 Grad stoppen. Das ist eine politische Festlegung, die hat stattgefunden. Und deshalb, glaube ich, greift da dieser Vorwurf, den Sie ja implizit immer jetzt mitkommuniziert haben, das sei so ideologisch, wenn KlimaforscherInnen davor warnen, wenn wir das und das tun, dann kommen wir bei 3 Grad raus, etc. Das ist natürlich keine Ideologie, sondern das ist letztendlich wirklich einfach die Faktenlage, was passiert, wenn wir das ins System reingeben, was kommt hinten raus. Und da müssen wir dann wiederum auch als KommunikatorInnen, glaube ich, uns von diesem Vorwurf freimachen und zeigen, was ist politisch und was ist letztendlich auch einfach nicht politisch, sondern einfach nur Wissenschaft. Ja. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Haben wir vielleicht Das sind super Statements. Amelio da hinten einmal. Es dauert eine Minute, bis das Mikrofon da ist, aber dann kommt es. Rainer Korbmann, Blog Wissenschaft kommuniziert und Treffpunkt Wissenschaftskommunikation. In der gesellschaftlichen Transformation aus meiner Sicht spielen eine wichtige Rolle die Non-Governmental Organizations, die NGOs. Wissenschaftskommunikation hat bisher riesige Probleme und ich glaube die Wissenschaft auch in der Zusammenarbeit mit diesen NGOs. Sie haben öfter Scientists for Future erwähnt, wo sich Wissenschaftler sogar solidarisieren mit einem NGO. Aber ist das nicht eigentlich eine Herausforderung an die Wissenschaft und die Wissenschaftskommunikation, ganz besonders diese Zielgruppe NGOs stärker in den Blickpunkt zu nehmen, angesichts des bevorstehenden Wandels? Ich finde, was Sie ansprechen, ist ja, und deshalb haben Sie ja Governance gesagt, ganz wichtig, wenn wir fragen, was ist unser Politikverständnis? Weil dieses Science-Policy-Interface, also die Politikberatung ist sehr institutionalisiert, aber eigentlich würde ich den Begriff Science-Society-Interface in dem Fall ja nehmen. Und wenn es dann wieder darum geht, welche Forderungen werden eingetragen in einer Demokratie, ist es ja wunderbar, wenn die auf der besten Evidenz, die wir haben, basieren. Und ich fand deshalb die Experimente, jetzt war das natürlich noch nicht mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen, aber sowas wie Bürgerräte, von der Perspektive total spannend, also ich war da ein, zweimal als Expertin mit dabei, zu merken, dass in der Form, wenn man wirklich einfach versucht, das Verständnis für die Zusammenhänge zu generieren und zu sagen, das ist erstmal Konsequenz, wenn wir das nicht agieren, wird es so werden, wenn wir es tun, so, unheimlich bereichernd gewesen, weil dann auch typische Sollbruch oder typische Lager so ein Stück weit aufgebrochen wurden und die Verständigung gestärkt wurde. Und ich finde, ich war ja eine Zeit lang auch im zivilgesellschaftlichen Bereich tatsächlich organisiert, beziehungsweise irgendwann an einem Think-and-Do-Tank, wo ich immer erst einmal Peer-Review publiziert habe und dann eine Kampagne drauf gebaut habe, weil da musst du natürlich total anders kommunizieren. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist. Ich habe nur gemerkt, dass das für mich in meiner Rolle immer die größte Einfallsschneise war, um mich zu delegitimieren. Und ich glaube, dass wir das
dass wir das thematisieren sollten. Und deshalb nehme ich dieses Beispiel von Scientists for Future immer mit. Also das ist das, was ich halt kenne. Wirklich sagen, was ist denn eine bessere Relevanzförderliche für diejenigen, die dieses Wissen tragen und merken, boah, wir tun nicht genug. Die sind ja auch total froh, das abgeben zu dürfen an diejenigen, die dann als politische Stimme sich für das möchten wir überhaupt einsetzen können. Und diese Rollenteilung klar beizubehalten, aber zu sagen, ja, wenn wir diese Fackel der Aufklärung, habe ich es mal irgendwann ganz pathetisch genannt, die durch die Fridays for Future, durch die Gesellschaft getragen wurden, nicht machen dürfen, weil das aktivistisch ist, das ist doch Quatsch. Also warum sollen wir das ins nächste Journal reinstecken, das 8 Leute lesen, anstatt zu sagen, ich stelle mich hier ins Theater und erzähle das mal 500 Leuten. Weil bei vielen Dingen fehlt uns ja nicht das Wissen, sondern einfach das Tun und das Experimentieren mit den Formaten, wie wir ins Tun kommen. Also wie lernen wir, das zu tun, was wir längst wissen, ist ja vielleicht eigentlich das, was momentan im Raum steht. Und deshalb finde ich den Punkt total wichtig und wir sollten diese Schnittstelle aktiv thematisieren, weil das war immer der Moment, wo sie gesagt haben, siehst du, sie ist eigentlich doch zivilgesellschaftliche Repräsentantin. Also in vielen von Wissenschaftsgremien bin ich dann so die zivilgesellschaftliche Repräsentanz. In dem Exzellenzantrag war ich die zivilgesellschaftliche Mitmachende. So. Das geht dann ganz schnell. Ist auch okay, solange ich da mit wissenschaftlich sauberen Methoden weiterarbeiten darf, super. Und ich finde umgekehrt total wichtig, streite ich mich auch mit einigen Kolleginnen aus dem Wissenschaftsbereich offensiv, es gibt richtig gute, wissenschaftlich saubere Studien, die aus einer zivilgesellschaftlichen Organisation kommen. Warum sollen die weniger wert sein? Nur weil da ein Absender drin ist, wo nicht ein Professor, Doktor oder eine Uni drauf liegt. Und deshalb immer wieder aus meiner Sicht die Methode, die Sauberkeit des Arbeitens und das transparent darlegen können, warum habe ich was gemacht und nicht, als das Benchmark nehmen, wann ich sage, das ist eine gute Evidenzbasis. Und viel weniger zu sagen, du darfst es nicht und so weiter. Also finde ich sehr, sehr, sehr wichtig, weil wir dann wieder sehen, wie stark Umfragen in der Gesellschaft genutzt werden, um zu sagen, das darf die Politik, wenn sie demokratisch sein will. Und deshalb wieder, es hängt zusammen. Und von daher bin ich da sehr bei Ihnen, ja. Vielen Dank. Das sind gleichzeitig unsere Schlussworte für die Keynote, weil wir im Programm leider noch ein paar andere Programmpunkte haben oder auch nicht leider. Also ich weiß nicht. Aber ich wünsche allen viel Spaß beim restlichen Programm. Gehen Sie in den Lichthof, diskutieren Sie weiter und ein herzliches Dank an Maya. Vielen Dank.